Hallo und willkommen zurück zu Disgaea 7. Ja, letzte Folge haben wir Zugang zum Skill Shop bekommen. Skill und Abilities. Aber leider war nur ein Schaufensterbummel drin. Ich bin zu arm, um mir neue Skills zu leisten. Oder besser gesagt, um Skills zu verbessern. Ja, gut, machen wir I'll in der show you the Story way, dude. weiter. Wir bleiben bei Episode 2, der dumme Shogun. Die zivilisiertere Unterwelt. So, 5 Runden haben wir Zeit. Nur Monster? Nee, das kannst du knicken. Ich habe keine fähigen Monster. Ich habe nur einen Prinny. 5 oder mehr normale Angriffe soll ich hinkriegen. Keine Specials einsetzen. Das ist mal reizvoll. Werde ich aber vielleicht nicht schaffen. Mal gucken. 5 Runden keine Specials. Also die unteren beiden Kisten, wenn ich das unterste mache mit nur Specials, habe ich natürlich zwangsläufig 5 oder mehr normale Angriffe. Naja, schauen wir mal. Ja, endlich mal eine coole neue Hintergrundgrafik. Die Kutsche da erinnert mich so ein bisschen an einen Boss von Dark Souls 2. Ganz interessant. Diese Stadt riecht nach Metall. Aha. Passt überhaupt nicht zu Hinomoto. Ja, stimmt. Das sieht eher eigentlich aus wie, ja, 19. Jahrhundert oder so, ne? Oder das andere sah schon eher noch so spätmittelalterlich aus. Oder so Feudalzeit. Also eben in den letzten Folgen, die Grafik war eher so Feudalzeit. Das hier, der hier ist schon ein bisschen moderner. Also da würde ich sagen, Japan 19. Jahrhundert. Wobei die Häuser auch eher so ein bisschen westlich, ne? No, I don't. Anyway, quit making a racket, you two. We're not tourists, you know. Someone got up on the wrong side of the bed. But this truly is strange. After we acquired the demonic staff, we really should speak to the Shogun about this town. As an illustrious family of warriors, the Edogawa family has ruled over the Hinamoto Netherworlds for generations. Did you know? The previous shogun, the great Gachiyasu, supposedly closed the borders to protect Hinamoto's traditions? Das gab's ja in Japan tatsächlich. Also es gab einen Herrscher in Japan, der hat halt gesagt, Kontakt zum Ausland ist verboten. Und da wurden dann Leute hingerichtet, wenn die irgendwie Kontakt zu anderen Zivilisationen aufgebaut haben. Und erst Amerika hat das dann irgendwann quasi, ja, hat quasi Japan bedroht mit Kanonenbooten, dass die dann ihre Grenzen öffnen, dass dann Handel möglich wird und so. Aber ansonsten war dann eine Politik der Abschottung. Und ja, das passt dann ja so ein bisschen, also dass durch den möglichen Handel jetzt auch so eine fremde Zivilisation hier Einzug gehalten hat. Also Japan hat sich dadurch ja drastisch verändert. Im Prinzip war das, glaube ich, sogar das Ende der Samurais. Die Zeit, als Japan seine Grenzen geöffnet hat, war, meine ich, dann auch Schluss mit Samurai und so. Und dann wurden die Samurais zu Bürokraten. Also ich meine das jetzt nicht irgendwie negativ oder so, sondern es war halt so, für die musste man irgendwie Verwendung finden und das wurden dann Verwaltungsangestellte irgendwie. Knows how he and Mugai, the ultimate swordsman, sliced through invaders like butter. Sounds like someone's been reading too many comic books. No, it's true. They even made it into a movie. I watched it 3 times in the theaters. Es muss stimmen, ich habe es in einem Film gesehen, ja. But his successor, Ieyasu, hasn't done anything about this town. There's no charm here. It's completely ridiculous. I won't be satisfied until I question him thoroughly about his plans for how the shogunate should proceed. Don't you agree? We've got better things to do. Better things? Take a look.
Guess Sal's rampage in Iodo ended up helping us in the long run. There's almost no security here. Achso, zum Namen Ao wurde ich in den Kommentaren noch darauf aufmerksam gemacht, dass in der AD&D-Welt, also Advanced Dungeons and Dragons, es auch so eine Gottheit Ao gibt. Ich vermute, es kommt halt von den Buchstaben Alpha bis Omega, also dass quasi Gott dann so allumfassend ist und so. Und möglicherweise hat auch in dem Spiel Ao den Namen deshalb bekommen, weil es irgendwie mit Alpha und Omega zu tun hat, ohne dass unser Ao hier jetzt irgendwie ein Gott sein muss. It might be easier to get closer to the Shogun than we thought. What did I say? It's now or never, you know? Everyone knows Shogun Ieyasu's a party animal. Not even blowing his castle to pieces can keep him from hitting the town. Gotcha. So that's when we should strike, right? I heard rumors, but I guess a Hinamoto Shogun really can fall from grace. Rumors? Yeah, it's nothing. All right, let's stick to the plan. Spricht Fujita möglicherweise aus eigener Erfahrung, dass er, vielleicht war Fuji auch mal Shogun und ist in Ungnade gefallen? Okay, wir haben manchmal Gegner, die haben eine gelbe HP-Leiste. Das sind neutrale Einheiten, weder Freund noch Feind. Wir können die Mission erfüllen, ohne dass wir die besiegen. Sie sind harmlos, können aber angreifen. Wir sollten vorsichtig sein. Aber können wir die nicht auch besiegen? Bringt es das nicht Vorteil, neutrale Einheiten zu besiegen? Das sind halt diese Unschuldigen, die können wir dann da irgendwie gefangen nehmen oder so. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Angst vor dem. Eher schon vor den Motten. Die sind schwer zu treffen, können negative Statuseffekte auslösen und so, ich mag die nicht. Okay, und was waren jetzt unsere Ziele? 5 Runden nur Normal Attacks. Hä? Wie soll ich das denn schaffen? Nun müssen wir mal angucken, mit den, lohnt sich das, den Bonus mitzunehmen? Also no Specials. Denn wenn ich jetzt Specials einsetze, verliere ich eine Bronzetruhe. Und in 5 Runden die Mission schaffen, gewinne ich eine Goldtruhe. Ich will diese Goldtruhe auf jeden Fall haben und ich schaffe das nicht in 5 Runden, wenn ich keine Specials einsetze. Ich weiß nicht, ob ich sowieso in 5 Runden überhaupt schaffen kann. Versuchen wir mal. Jetzt darf ich auch wieder mehr Einheiten einsetzen. Also ich beginne mal mit dieser. Ich muss Fuji auf jeden Fall schmeißen, wenn wir jetzt zeitlich was reißen wollen. Übrigens wurde mir auch noch gesagt in den Kommentaren, wenn ich einen befreundeten Charakter noch auf den Schultern habe zu Rundenende, macht das gar keinen Damage, sondern nur wenn ich einen feindlichen Charakter auf den Schultern trage. Und ich hatte ja irgendwann mal die Frage gestellt, wie sinnvoll ist es, zum Beispiel diese zwei Feindcharakter ineinander zu schmeißen. Wenn ich jetzt diesen Charakter in denen werfe, dann addieren sich deren Level und sie sind halt besonders stark. Aber sie bringen natürlich auch besonders viele Erfahrungspunkte und ich kann dadurch ja besser meine Charaktere verbessern. Aber jetzt in dieser Mission werde ich es auf keinen Fall tun, nicht stark genug. So, gehst mal bis da, dann kannst du noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 gehen und kannst noch den angreifen im Spezialangriff, ja. Beziehungsweise so durch kann ich sogar noch mal werfen gleich. Warte mal. Jetzt könnte ich ja mit Tourette noch mal hier hingehen.
Habe ich denn was davon? Ich weiß nicht. Ich überlege gerade, ist das sinnvoll mit Tourette jetzt auch noch zu... Oder soll ich mit Tourette jemand anders werfen? Wenn ich Footy jetzt noch weiter werfe, dann kann Footy hier hin, aber... Oder kann Footy denn dahin? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, falsch gezählt. 1, 2... Wo ist er nicht hin? 1, 2, 3, 4. Da kann ich darauf landen? 5? Ich glaube nicht. 1, 2, 3. Also machen wir das so. 1, 2, 3, 4, 5 werfen und dann 1, 2, 3, 4, 5 laufen und dann da den Spezialangriff machen. Ja, das lohnt sich schon. Genau, da auf den Rabatten kann ich nicht landen. Up to 15 meters. So, dann machen wir dann gleich Angriff. Achso, genau, würde er ihn überhaupt denn killen? Er würde beide killen. Wenn ich normal angreifen würde, würde ich ihn auch killen. So, dann schaffe ich das in 5 Runden. Normalen Angriffen. Die Truhe will ich auch noch haben. Ne, ich mach's mit Spezialangriffen. So, jetzt brauchen wir hier aber noch jemanden. Jetzt brauchen wir Brillika. Die muss aber auch noch geworfen werden. Achso, Maribel muss auch noch geworfen werden. Let us pray. Oh, nee, du bist noch nicht dran. Ah doch, du bist dran, genau. So you want a duel? Huh? No. As best I can. Kommst nicht weit genug, ne? Jetzt nochmal rückgängig machen. Ja, das rückgängig machen. Maribel. Und hier reicht dann, glaube ich, auch Marcy. Das ist übrigens auch eine Verbesserung. Früher, wenn man mal jemanden geworfen hatte, konnte man diese Aktion nicht mehr rückgängig machen. Um was auszuprobieren. So. Let us pray. So you want a duel? Excuse me. As best I can. So. Ah genau, wir können Verteidigung machen. Genau, das wäre noch eine Aktion. Special oder Braveheart mit Attack. Attack bringt aber bei unserem Dieb nichts. Oder was? Die Waffe, was haben wir für Werte? Ich muss mal gucken. Nee, wir haben Hit und Speed. Naja. Dann würde ich sagen, machen wir mal da Verteidigung. Wobei ich noch nicht weiß, ob wir überhaupt das brauchen. Warte mal. Jetzt machen wir erstmal Special. Gunman Spirit. Können wir fast killen. Okay, dann zurück. Dann machen wir erst den Angriff hier. Der tötet ja auf jeden Fall, die beiden. Und jetzt haben wir ja dann 10% Bonusschaden oder so.
Und dann gucken wir dann gleich nochmal, ob wir die Verteidigung brauchen. Wobei das ja auch ein Magier ist, der wird ja dann auf Resistenz gehen. Can you handle this? Nothing's safe for me. Hat's gereicht? Nein, er hat noch einen Hitpoint. Fuji hat einen neuen Skill gelernt, Killer Spin. Okay, was machen wir mit dir jetzt? Braveheart steigert die Defense. Attack Shield steigert Defense, aber ich brauche keine Defense gegen den Skull. Nehmen wir es trotzdem, es reicht ja drei Runden. Also sonst geht es sowieso nur ein Feld. Vergiss es also. Ja, dann kannst du dir selbst ein Shield verpassen. Oder dir selbst einen Attack verpassen. Genau, mach dir mal einen Braveheart. Beim Bogen ist ja Attack die halbe Miete. So, das war Runde 1. Guck mal, da kommt der Innocente. I studied for this. Windschaden auf Fuji, aber nur 26, das ist lächerlich. Here for me, okay? So. Muss ich mal schauen, dass ich Leute ins Spiel bringe. Ich denke, Heiler ist noch am ehesten zu gebrauchen. Marcy macht einfach zu wenig Damage. Brauche erstmal eine vernünftige Waffe, bevor ich die sinnvoll einsetzen kann. Aber heilen geht immer. So, dann kannst du dahin. Tourette wegschmeißen. Achso, und die Truhe will ich auch haben, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn Tourette da hingeschmissen wird, dann da. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Das wäre da. 3, 4, 5. Und da ist natürlich der Laternenfall, ist klar. Und Höhenunterschied ist hier 40. Hä? Das ist die gleiche Höhe. Was soll denn das? Ah ne, 64. Entschuldigung. Machen wir jetzt die Position. Das ist 40. Da ist 35. Das ist 44. Das ist kein Problem. Also wenn du da bist. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich da landen? Bin mir da nicht so sicher. Ob das überhaupt begehbar ist da. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie rum. Okay, also. Ich war ja gerade beim Schmeißen. So, dann könntest du Fuji werfen. Bis da. Und dann kannst du 1, 2, 3 deinen Spezialangriff machen, dann killen wir den. Wie gesagt, das hat Vorteile für uns, die Innocence mitzunehmen. So war es jedenfalls früher. Und danach kann Fuji ja immer noch laufen. So, und hier, um den Kleinen müssen wir uns auch noch kümmern. 4 Hitpoints noch. Du bist Level 4, du bist Level 6. Achso, und du? Muss ich noch ein Stückchen bewegen.
Ja, Marcy kriege ich auch nicht dahin geworfen. Marcy würde die 4 Damage hinkriegen, aber ich kriege sie nicht so schnell dahin gewuselt. Ja, es wäre ganz gut, wenn du das machen könntest hier. Wir sollen ja auch 5 oder mehr normale Attacks machen. Ich weiß nicht, ich mache erstmal Execute. Und vielleicht mache ich dann noch was. Ach, guck mal, John. Hält noch mehr aus. Warte mal. Ich habe noch eine Idee. Ich muss noch was rückgängig machen. So, du bist da. Du gehst auch noch mal zurück. Verilika ist jetzt da. Verilika kommt nicht weit genug. Ich dachte, ich könnte Fuji einen Attack-Bonus verpassen. Das geht aber leider nicht. Was tust du? Nein. Oh mein Gott. Also, dann. Du kannst dann im Prinzip gar nichts machen. Außer dir selbst ein Shield geben. Das ist zweite Runde, ne? Box. Damit können wir eine Kiste herbeizaubern, wo wir dann raufklettern können. Hey, habe ich nicht Execute gesagt? Oh, ich hab's vergessen, sorry. Jetzt haben wir den Bonus nicht. Jetzt machen wir 10% Damage weniger. Can you handle this? What a loser! Fuji has mastered Ronin, genau. Also Ronin war der Innocent, den haben wir jetzt. So, jetzt kommt die dritte Runde. Ach, oder warte mal. Das bis da machen, dann wird sie noch mal geworfen. Dann machen wir es so rum. So. Incoming. Ich weiß noch nicht. Wenn du bis da gehst. Ich glaube, da kann ich nicht durch. Ne? Es ist 1, 2, 3. Also sonst würde ich auch dahin gehen können. Nee, das. Ich muss da außen rum. Schaffen wir das in der nächsten Runde, da irgendwo
Er kann in 6 Felder gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind in Runde 3. Dann geht er in Runde 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und in Runde 5 könnte er die Kiste packen. Würde gehen. Ja. Achso, vielleicht kann ich ihn gleich nochmal schmeißen, genau. Sicher ist sicher. So, du. So, und dann ist er nächste Runde schon bei der Kiste. Die Kisten haben nicht so viele Hitpoints, das wird er schon schaffen. Oh ja, genau, du gehst da. Ah, du. Ach doch, jetzt können wir noch einen Trick machen. Genau. Und zwar, du gehst dahin. Du gehst dahin. Jetzt sagen wir hier Special Heal. Auch wieder so ein Paradoxon, was in Wirklichkeit nicht funktioniert. Aber in der Game-Mechanik funktioniert es und das ist das, was zählt. Wir heilen Fuji jetzt. Und jetzt sagt Fuji, nee, ich wollte mich gar nicht bewegt haben, ich gehe auf das Feld zurück. Ich bin nie dort gewesen. Er ist dort gewesen, um geheilt zu werden, aber im Prinzip war er nicht dort. Von der Spielmechanik. Kann sich immer noch seine 6 Felder bewegen. Dann machen wir hier einen normalen Angriff. Runde 4. Er greift schräg an, der ist schlau. So, wir wollen die Kiste haben. Gucken wir gleich, was drin ist. Wir die Combo-Angriffe nutzen. Also genau, du bist da. So, kannst du. Ah ne, warte, du kannst nur bis da, das ist blöd. Kannst du lieber bis da, kannst du deinen Spiral Attack machen? Schon hin, ne? Hast du einen normalen Attack? Ne, warte. Also genau, Kiste habe ich hier bereits angegriffen. Jetzt der normale Angriff auf den. Macht so knapp 50% Schaden. Spiral Blast. Macht auch knapp 50% Schaden. Vielleicht reicht es insgesamt zusammen. Ich mache ja noch Gemeinschaftsangriffe und so. Und vorher habe ich die Kiste angegriffen. Also es könnte reichen. Achso, und dann bist du noch dran. Ja, warte, dann machen wir das nochmal anders. Das nochmal weg, das nochmal weg. Du gehst bis da. Machst deinen Spezialangriff, damit kriegst du auf jeden Fall einen kaputt. Na, nicht ganz knapp. Aber mit der Kiste vorher wird es klappen. Ich denke, das ist nicht eingerechnet, dass ich vorher die Kiste bereits
angegriffen habe, also diese 10% Combo Damage. Okay. So, was ist in der Kiste? Keine Ahnung. Haben wir nicht aufgekriegt, oder? What a loser! Und kaputt. Sehr schön. Sardine. Sardine war in der Kiste. Deshalb hat das hier auch so gestunken. Beweg dich ruhig mal bis da, aber... Ich wüsste nicht, was du da jetzt machen sollst. Achso, genau. Und ich wollte gucken, irgendwelche Gegenstände habe ich nicht. Ich könnte jetzt ja Items nutzen. Und hier sind aber keine Mana-Tränke oder so, die ich nehmen konnte. Nee, nee. Das mit dem Mana habe ich immer noch nicht begriffen. Das wird sich wahrscheinlich klären. Vielleicht ist das eine Forschungssache oder so. Also was wir am Ende der Runde mal bekommen. Ich bekomme so oft Mana und da ist mir nicht ganz klar, in welcher Form, wie ich das nutzen kann. Okay, also dann machen wir jetzt Ende der Runde. So, und jetzt meine letzte Runde. Ich muss die killen. Mal darüber. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nur dahin so. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Kommst du nicht weit genug? Auch schon mal gar nicht weit. Ist hier so ein bisschen wie beim Halma-Spiel, ne? Wenn die Einheiten zu weit auseinander sind, dann kann man sich nicht mehr schnell fortbewegen. Wenn du angreifen würdest, bei dem Damage würde man, weiß man nicht so. Wahrscheinlich wenig. Mal so rum. Lightweight. So, wenn du da angreifst, machst du wie viel Schaden? Oh, du killst ihn. Okay. So rum. Also, Angriff. Gunman Spirit. Und Spiral Blast. Ist ein bisschen knapp. Weil der Gunman Spirit mehr Damage macht, mache ich den zuletzt. Ich muss mich immer dran gewöhnen. Das war früher halt nicht so, dass er automatisch dann auf das Ziel gesprungen ist bei solchen Spezialangriffen. Deshalb gehe ich mit dem Cursor dann immer weiter, obwohl ich ja schon am Ziel bin. Okay. Vielleicht haben wir Glück. Zwei Kombo, das hat 20% mehr Damage, das könnte reichen. Und es hat gereicht. Wunderbar, Stage 4. So, ihr seht da oben, Juice Bar. Ach so, genau, da steht ja Juice Bar. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Die Saftbar ist ja noch nicht eröffnet.
Bei der Saftbar haben wir jetzt Erfahrungspunkte und Mana im Angebot. Irgendwann. So. Wie viele Runden ich gebraucht habe, sehe ich hier nicht. Das hätte ich mir noch gerne gewünscht, dass irgendwo da steht, so und so viele Runden waren es. Aber ich glaube, das war jetzt die fünfte Runde. Da haben wir eine Brille bekommen. Dadurch, dass niemand K.O. gegangen ist, haben wir noch ein paar Schuhe bekommen. Und einen Magierstab für die fünf oder mehr normalen Angriffe. Das andere hätte ich nicht geschafft. Also, wenn ich jetzt No Specials gemacht hätte, hätte ich die 5-Runden-Grenze nicht geschafft. C4 checking in. Yayasu's left his hiding place and is currently outside. Over. Perillica checking in. Proceeding as planned. Over. Für Perillica ist das wie so ein Abenteuerroman gerade. Fuji check. Wait, I'm not gonna play along with this stupid gag. Aww, don't be such a wet blanket, Fuji. Yeah, you wet blanket. Whatever, just focus. I'll go over the plan again. First, Weapon Otaku will cause a scene somewhere. The Shogun's security will leave to investigate. Got it. Then, Pirico and I will swoop in, steal the Infernal Treasure, and escape. Get out of there fast once your job's done. Got it? Roger! Over. How long are you gonna keep doing that? Hey, look over there! Also mir gefällt das, wenn die hier im Geheimdienstmodus sind. Oh yeah, oh yeah. Come on. Take a look at my swag. Ugh, who is that man? Surrounding himself with bonny women in public? How disgraceful. Ja, Perillica, ich fürchte, so wie der Charakter aussieht, wird er uns irgendwann mal begleiten. Es wird mir keinen Spaß machen, aber so ist das Leben. What are you talking about? That's our target, Yayasu. Ach, das ist unser Ziel. Okay, dann wird er uns später nicht begleiten. Ach, da habe ich ja Glück. Dachte schon. So, das machen wir jetzt diese Folge nicht mehr. Oder? Ich habe jetzt gerade nicht so viel Zeit, deshalb. Ich könnte sicherlich noch 10 Minuten spielen oder 20, aber das schaffe ich dann möglicherweise nicht mehr. Machen wir lieber nächste Folge. Kein Helmut gibt uns Bonus. 10 oder weniger Treffer eingesteckt. 5 oder weniger Deployed Units. Das könnte ich diesmal alles schaffen, denke ich. Ja. Wird spannend, nächste Folge. Jetzt gucke ich nochmal, was wir hier noch machen können. Haben wir ein bisschen Geld bekommen, möglicherweise? Wenn ich, da 666 Hell. Wenn das nicht eine schöne Zahl ist für einen Dämon. Aber es reicht nicht, um mir tolle Sachen zu kaufen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Call Assembly. 120 Mana haben wir mit Shufuji jetzt. Da können wir schon mal was reißen. Reinkarnat lohnt sich jetzt natürlich auf gar keinen Fall. Das müsste viel, viel höher sein. Also generell ist das so ein bisschen wie heutzutage die Idle Games. Das ist ja auch so. Man kann dann quasi das Spiel stoppen und nochmal ganz von vorne beginnen und kriegt dafür irgendwie einen Bonus. Und der Bonus ist dann exponentiell. Dann stoppt man das Spiel wieder irgendwo und fängt wieder von vorne an. Was weiß ich. Und sagen wir so, der Bonus ist, du bekommst dann halt 10% mehr Gold oder so. Und das rechnet sich dann aber und dann gibt es so einen Sweet Spot, wo es sich halt immer wieder lohnt, immer wieder neu zu reinkarnieren. Und dann gibt es hier natürlich auch, dass man sagt, komm, du bist jetzt Level 50 geworden oder Level 100 oder was auch immer und jetzt machen wir ein Reinkarnate. Und jetzt am Anfang des Spiels ist der Sweet Spot noch relativ niedrig. Das weiß ich aber noch nicht genau, wann. Wir müssen ja die 100 Mana haben, wir müssen dann auch vielleicht 500 Hell haben, um ihn dann wieder Bonuspunkte zu verpassen und so weiter. Und das Wichtigste ist, wir brauchen einen anderen Charakter, der ähnlich stark ist wie Fuji, damit der dann die Arbeit macht. Oder wir müssen sagen, wir können in die Item World und so, um Fuji wieder aufzupäppeln. Aber wenn wir das jetzt ganz normal während der Kampagne machen,
Dann ist Fuji halt Level 1 und wir schaffen den nächsten Level nicht. So, ich möchte besser werfen können. Nein, Fuji wirft nie. Oder fast nie. So, Welcome Party wurde gesagt, ist vielleicht ganz gut, wenn man, nachdem man reinkarniert hat, dann auch direkt eine Welcome Party zu geben, damit der Charakter, der dann halt Level 1 ist, auch dreifache Erfahrungspunkte bekommt. Und das vielleicht auch noch. Der bekommt dreifache Erfahrungspunkte und kriegt alle Erfahrungspunkte, die die anderen bekommen. Genau, das muss man kombinieren. Das heißt, Reinkarnation mindestens 200 Mana brauchen wir. Team Attack, bla bla bla. Let's have fun with Cheat Codes. Klingt jetzt wie Cheaten, ist es aber nicht. Also theoretisch schon, aber im Prinzip ist das dazu da, seinen Schwierigkeitsgrad individuell anzupassen. Und das Problem in dem Spiel ist sonst nicht, dass das zu schwer ist und man sich das leichter machen muss, sondern wenn man dann mal so ein bisschen in der Item World unterwegs war und andere Sachen gemacht hat, auf einmal stellt man dann fest, das Spiel wird ja zu leicht. Und dann kann man das mit diesen Cheatcodes tweaken und sagen, ja, wir haben stärkere Monster auf der Map und die haben dann natürlich vielleicht auch mehr Geld oder so, aber das ist also nicht zum Cheaten, sondern es ist zum Feintunen. Okay, aber sonst gibt es nichts. Da Pirillica vielleicht, dass sie schneller laufen kann. Oder höher springen. Achso, schneller laufen kostet direkt 200. Ja, ja. Werfen sie auch nicht. Nee, also hier können wir nichts Sinnvolles tun. Dann aber Skills. Genau, dann geben wir Mana für Skills aus. Aber Fuji braucht das nicht. Fuji ist stark genug. Der kriegt alles. Wobei er hat nicht alles platt gekriegt. Aber es war auch so teuer, ne? Warte mal. Jetzt muss ich nochmal gucken. Fuji, wie viel Mana hast du? Wie viel SP hast du? 230 ungefähr. Du hast 290. Und ich sehe gerade, ich muss noch eben im Krankenhaus vorbeischauen. Gut, dass ich da noch geguckt habe. So, kostet 86 Hell. May God watch over you. Hey, this is the skill shop. So, die Evil Tea wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Da hast du Cheerful Aura. Joint Attack ist 20% höher. Kostet 2, ja. Das wäre interessant. Und bei Fuji ist es Soft Sword. Perry, wenn Sword sei equipped, ja, okay. Oder Intro Victory. Wenn Fuji in der ersten Runde angreift, wird seine Attack Power um 50% gesteigert. Ist mir auch noch ein bisschen zu unklar, was bedeutet das? Bedeutet das, während dieses ersten Angriffes ist seine Angriffskraft 50% gestärkt? So würde ich es interpretieren. Es könnte aber auch gemeint sein, ab da, ab dem Angriff, also wenn er in der ersten Runde angreift, ist ab da in der ganzen Mission die Angriffskraft um 50% gestärkt. Aber ich fürchte, es ist nur während des ersten Angriffes. Ja. Da erst. Aber Soft Sword. 15% Parry. Brauche ich eigentlich auch nicht bei ihm. Aber Pirillica. Das klingt sehr interessant. Wir nehmen mal die Cheerful Aura. Dann haben wir in diesem Angespielt auch mal eine Ability gekauft. So, die muss ich wahrscheinlich ausrüsten. Time to practice. Ah, wir kriegen dann weitere Slots. Okay, alles klar. Das ist gut. Das ist schön. So, und dann wird Fuji. Nee, nicht im Laden. Sorry, ich habe mich in der Tür gehört. Enhanced Skill.
Den Secret Slash benutze ich sehr, sehr oft. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Kann ich auch schräg angreifen? Achso, SPU ist 280. Kann ich vergessen. SPU ist 81. Könnte ich machen. Dann könnte ich den Skill dreimal einsetzen. Vielleicht im nächsten Level den viermal einsetzen. Aber es ist Wahnsinn. Es ist trotzdem nur noch zu teuer. Sorry, ich kann das nicht machen. Train yourself up. Laden. Welcome to the General Store. Oh, warte, bevor ich laden mache, ich habe Sachen bekommen. Erstmal, wer kriegt die Schuhe? Marcy, also genau, Marcy kriegt den Zauberstab. Plus 7 Intelligenz, das reicht noch nicht, da macht sie immer noch keinen Damage. Das heißt, ich kann Marcy im Prinzip auch nicht einsetzen, brauche ich auch keine Schuhe. Maribel ist auch so schon ganz gut. Tourette hat schon Schuhe an. Ich würde sagen, dann gebe ich Lisa mal Schuhe. So, wer bekommt die Brille? Das wäre dann was für Maribel. Achso, warte mal, die Brille bringt auch Intelligenz und To Hit. Dann könnte ich natürlich sagen, Marcy bekommt das Ding. Hat sie in 52, dann kann man sie vielleicht doch mal einsetzen. Aber dann würde ich sogar sagen, bekommt sie auch die Schuhe. Lisa, gib die Schuhe mal wieder her, ich habe mich in der Tür gehört. Das, so. Dann kann sie sich immerhin 5 Felder bewegen. Das Problem mit Mages ist ja auch, man muss dann schon relativ nah dran, um zu zaubern. Und wenn sie sich dann nur 4 Felder bewegen kann und auf 2 Feldern nah ran muss, das heißt, sie steht dann 6 Felder entfernt, da kann sie meistens schon in Angriffsreichweite der Gegner. Jetzt ist sie noch ein Feld weiter weg. Ja. Und ich ärgere mich auch ein bisschen, ich hätte am Anfang einen Skull nehmen sollen. Wir haben genug SP, aber ein Skull macht halt 50% mehr Damage und braucht dafür auch 50% mehr SP. Ja. Genau, jetzt wollte ich gucken, ob ich noch was kaufen wollte. Welcome to the General Store. Powerbelt bringt 3 Attack, bringt mir überhaupt nichts. Nochmal Schuhe kaufen wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass Lisa jetzt doch ihre Schuhe bekommt. Ja, halte ich für sinnvoll. Brawny Muscle, 30 Hitpoints. Auch nicht schlecht. Komm, wir machen mal Schuhe. Für Lisa. Dann gucken wir mal, wer den Brawny Muscle nutzen kann. Für ihn wären es 47 Hitpoints, aber er hat schon so viele. Die Relika hat auch gute Hitpoints. Das wäre natürlich auch für Lisa schön. Marcy bringt es kaum was. Maribel genauso. Tourette. Ich nehme mal Toretto, dann kann er vielleicht auch vorne ein bisschen mitkämpfen. So, 380 Hell habe ich noch. Nee.
Müssen wir sparen. Okay. Thanks. Wir sehen uns nächste Folge, wenn wir immer noch versuchen, dem Shogun seinen Stab wegzunehmen. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.